stand up for your dream. All you gotta do is believe, get back on your feet. Was bisher geschah? Auf der Reise in die Arktis erlebten Nico und ich ein Auf und Ab unserer Gefühle. Teilweise noch im Alltag gefangen, hatten wir zu Beginn Schwierigkeiten, die neue Situation zu akzeptieren und zu meistern. Eine lange Fahrt von mehr als 2700 Kilometern zehrte zudem an unseren Nerven und stellte uns auf eine unerwartete Probe. Noch nie saßen wir so lange auf so engem Raum zusammen. Mehrmals dachten wir darüber nach, die Reise abzubrechen und einfach dort zu bleiben, wo wir waren. Als wir bereits 3 Tage fast ununterbrochen im Auto saßen, entschlossen wir uns dazu, in einer kleinen Blockhütte an der schwedischen Küste einen Tag Auszeit zu nehmen. Ein Wendepunkt auf dieser Reise. Ein Tag auf dem Wasser und ein epischer Sonnenuntergang sowie viele kleinere, sehr entspannte Momente ließen uns endlich zu uns selbst finden. Wir waren endlich angekommen, der Alltag auf einmal ausgeknipst. Da saßen wir nun, mitten im skandinavischen Norden, in einem Paradies aus Natur, Ruhe und Geborgenheit. Für uns der schönste Ort der Welt in diesem Augenblick. Am nächsten Morgen konnten wir erholt und gestärkt die Reise Richtung Polarkreis entspannt fortsetzen. Im arktischen Gefilde angekommen, überraschten uns Rentiere und eine unglaublich weitläufige Landschaft. Wir waren im schwedischen Lappland, die letzte echte Wildnis Europas. Nahe des Abisko-Nationalparks fanden wir eine Unterkunft und genossen noch ein wenig die Stille der Natur. Wir hofften das erste Mal die Mitternachtssonne sehen zu können, doch wurden leider wegen starker Bewölkung enttäuscht. Aber bedrückt waren wir keinesfalls, denn unsere Reise geht weiter, und zwar endlich nach Norwegen, das Land, auf das wir uns so sehnsüchtig drauf gefreut haben. Ob wir auf den Lofoten mehr Glück haben, die Sonne mitten in der Nacht zu beobachten? Das seht ihr jetzt. Thank you.
sind in Norwegen. Nein, eigentlich noch nicht, gell? Nee, noch nicht. Da steht unser Auto. Hier ist Schweden, hier ist Schweden, hier ist Schweden, Schweden, Norwegen. Geil. Das ist ein Land, das wir beide noch nicht auf unserer Liste haben. Wir waren beide bisher noch nie in Norwegen gewesen. Und für uns ist das ein kleiner historischer Moment. Jetzt das erste Mal nach Norwegen zu gehen. Wir sind in Norwegen. Was mir gerade sofort auffällt, jetzt erst, dass ja natürlich bei Schweden das EU-Zeichen drum ist. Und bei Norwegen verlassen wir tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder die EU. Ja. So, auf geht's nach Norwegen. Instax-Bild von dir. Natürlich jede geile Location ausnutzen. Das hier ist mit Abstand die geilste. Das da drüben sind die Nicht-Lofoten. Und das hier sind die Lofoten. Das hier ist das Tor auf die Insel der Träume. Und Leute, oh Mann, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Guck doch mal, wie geil das Wasser aussieht. Das ist zum Reinsetzen, oder? Karibik, ja. Sind wir hier auf den Lofoten? Sind wir hier in Nordnorwegen? Nein! People needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Tell me I should. Da waren sie nun. Nach über 3000 Kilometern Autofahrt standen wir das erste Mal auf dem arktischen Boden der Lofoten. Eine aus über 80 Inseln bestehende Region im nordeuropäischen Atlantik. Vom norwegischen Festland aus fährt man bald 300 Kilometer, um an den südlichsten Zipfel der paradiesischen Inselgruppe zu gelangen. Eine schier unvorstellbar bergige Landschaft,
die aufgrund ihres Aussehens fast surreal auf uns wirkt. Man könnte meinen, jemand hätte hier amateurmäßig eine 3D-Landschaft am PC modelliert und vergessen, weiche Übergänge zwischen den Bergen und dem Wasser zu gestalten. Die Kulisse ist nahezu mystisch. Berge, die aus dem Wasser sprießen, Gipfel, die aussehen wie der Rücken eines Drachen. Kein Wunder, dass sich um diese Inselgruppe so viele Mythen ranken. In der nordischen Mythologie heißt es, sie seien die Inseln der Götter. Ein Miezekätzchen. Oh, die sieht ja flauschig aus. Oh, die ist Garfield. Garfield? Ja, du? Weg. Schaut euch mal die Judith an. Die ist ganz warm. Hat jetzt 2 Stunden geschlafen. Wir hoffen nicht, dass sie Fieber hat. Plötzlich. Hier hat sie jetzt auch alles verspannt, dass ich jetzt eine Zeit lang den Kopf nicht nach links drehen konnte. Jetzt geht es wieder ein bisschen. Das ist bestimmt der Zug im Auto, weil wir das Fenster offen hatten und es waren draußen nur 14 Grad oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Lofoten fordern jetzt schon ihren Tribut. Wir sind kaum richtig angekommen. Aber ich habe gesagt, für eventuell, ich wollte doch noch ein bisschen raus, aber entspannt. Ja. Ich bin hier gerade ein bisschen am Datensichern mal wieder. Das fordert ja auch immer ein bisschen Zeit. Gerade die Handys, die sind irgendwie gefühlt total lahm im Datenübertragen. Drohne und sowas geht relativ flott. Ja. Wir durch? Du bist durch. Dieser Vlog hat richtig Sinn. Das ist das Sinnvollste, was wir seit schon einer Woche vloggen, finde ich. Klar, absolut. Ja. Manchmal frage ich mich, was ich mir da angelacht habe. Das ist gerade so ein Moment. Freunde, wir sitzen hier in Sonnenbrille. Ich erzähle euch auch gleich warum. Fahren wir auch hier hin oder fahren wir noch ein bisschen weiter? Fahren wir ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Ja, Freunde, das ist wieder eine unserer absoluten Premieren. Ich habe eben gerade schon im Bett gelegen. Ja, ihr hört richtig, ich habe im Bett gelegen und ich war eigentlich gar nicht früh im Bett gewesen, sondern seht ihr, wie ich jetzt hier sitze, mit Sonnenbrille auf und die Sonne scheint mich an und halt mal auf die Uhrzeit gerade drauf. Wir haben 23.23 Uhr und wir erleben heute das erste Mal. Gestern war ja leider mit Wolken gewesen. Heute tatsächlich das erste Mal bei strahlend blauem Himmel, wie es sich anfühlt, wenn die Sonne nicht untergeht. Und wir fahren jetzt einfach mal an irgendeinen Strand im Norden auf den Lofoten, weil nachts hast du hier Nordsonne. Wer irgendwie bei uns in
unseren Breitengraden unterwegs ist, der wird niemals Sonne aus dem Norden sehen. Aber hier oben ist das so, wenn die Sonne nicht untergeht, dann dreht sie sich quasi um einen. Und das erleben wir gerade. Hammer. Ein Hammergefühl. Wir sind beide völlig zerstört. Absolut. Ja, ist ganz schön fix und fertig. Ausgeruht gegessen und jetzt. Wir konnten nicht einfach sagen, wir gehen jetzt schlafen. Das ist so ein magischer schön. Moment, das mal zu erleben. Guck mal, da ist der Strand, an dem ich mit dir bin. Ja. Erstmal einen Vlog stoppen, dann sehen wir uns am Strand. Und? Was? Das sind Fische, gell? Fischköpfe. Ja, gruselig. Sehr, sehr gruselig. Die Judith hat gerade rausgefunden, dass die irgendwie nach Nigeria verkauft werden. Mhm, aber ohne die Zunge. Die Zunge ist hier eine Delikatesse. Das ist ein Stockfisch, nennt sich das, ne? Ja, das wird zu Stockfisch verarbeitet. Was auch immer Stockfisch ist. Keine Ahnung. Ich hab's auch noch nicht gegessen. Es riecht nicht nach Fisch. Das muss man dazu sagen. Ja, das ist schon speziell. Also, ja doch, jetzt. Boah. Oh, riechst du's? Du willst es nicht riechen, aber riechst du's? Ja. Das riecht wie in einer Zoohandlung. Aber zehnfach so stark. Boah. Stockfisch ist durch Lufttrocknung haltbar gemachter Fisch. Vor allem Kabeljau, aber auch Seelachs, Schellfisch und Leng. Vor der Trocknung werden die Köpfe und Eingeweide der Fische entfernt. Beim Stockfisch werden die Fische paarweise an den Schwanzflossen zusammengebunden und zum Trocknen auf Holzgestelle gehängt. In Skandinavien ist der Stockfisch als Torfisk, zu Deutsch Dörrfisch, weit verbreitet. Insbesondere in Norwegen und Island hat der Trockenfisch eine lange Tradition. Bis ins 20. Jahrhundert wurde der Fisch noch auf großen Gestellen im Salzwind getrocknet. Noch heute wird diese Methode an einigen Orten praktiziert, wie zum Beispiel hier auf den Lofoten. Die gesalzene Variante wird Klippfisch genannt. Stock- und Klippfisch waren ursprünglich ein sogenanntes Arme-Leute-Essen, da Kabeljau in ausreichender Menge verfügbar war. Und wie Judith schon gesagt hat, die Köpfe der Fische, die ihr hier seht, werden in andere Länder weiterverkauft. Die Zungen wiederum sind frittiert oder gebraten, eine echte Delikatesse in Norwegen. Hier ist der Sand wahrscheinlich ein bisschen besser. Noch bis kurz nach eins verbrachten wir an diesem Ort. Es fühlte sich so falsch an, mitten in der Nacht mit Sonnenbrille nach Muscheln zu suchen. Dennoch, zu erleben, wie der Sonnenuntergang direkt in den Sonnenaufgang übergeht, unbeschreiblich.
So, Freunde, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Der Tag startet ein wenig später. Ich glaube, wir haben mittlerweile eins oder so. Die Nacht war gestern so lang gewesen. Ihr habt es ja gesehen, die Sonne ist einfach nicht untergegangen. Und bis man dann zu Hause war, bis man im Bett war. Und wir mussten dann noch alles abdunkeln, weil wir einfach nicht schlafen konnten. Weil die Sonne ging ja schon wieder auf, als wir ins Bett sind. Also beziehungsweise es wurde schon wieder heller draußen. Einfach mal heute extrem lange gepennt. Und das hier ist übrigens unsere Unterkunft. Hier unten leben wir momentan. Also eigentlich ganz schön. Schön an der Hauptstraße hier. Aber mit einem herrlichen Blick auf die Berge. Und ja, jetzt müssen wir mal einkaufen gehen. Machen wir mal ein bisschen was anderes. Bevor wir nachher an den Strand fahren, gehen wir jetzt einfach Besorgungen machen. Auf geht's. So, dann würde ich sagen, nehmen wir euch mal mit auf eine kleine Einkaufstour. Ist ja immer mal ganz interessant, wie das auch so ist, wenn man im Ausland einkaufen geht. Aber ich habe das Gefühl, die geht alle da hinten rein und raus. Die haben hier tatsächlich, da seht ihr es, sonntags einen anderen Eingang. Da hinten, der kleine. Und die restliche Woche hier. Was brauchen wir? Obst, Gemüse. Und frische Milch. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwie Porridge oder sowas, weil das ist auch fast leer. So, dann gehen wir mal da rein. Ah, das ist wahrscheinlich so ein Ding mit so einer Kasse, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, stopf dich da mal durch. Wir haben jetzt rausgefunden, wie das hier läuft. Hier ist der kleine Eingang. Ich versuche jetzt mal die Leute nicht mitzufilmen. Und hier hinten darfst du, in den großen darfst du gar nicht rein sonntags. Da ist nur Stuff Only. Und du hast jetzt hier quasi nur dieses kleine Mini-Ding. Dieses kleine, kleine Mini-Ding. Gell? Ja. Ja. Und da holen wir uns jetzt ein paar frische Sachen. So, sorry, das konnte man da drin jetzt irgendwie sehr, sehr schlecht filmen, weil es war so voll gewesen. Die haben so einen kleinen extra abgetrennten Raum für sonntags. Da ist dann quasi nur das Nötigste, was du kaufen kannst. Und den Rest musst du dann halt erfragen, wenn du irgendwas Spezielles willst. Dann steht da eine und die läuft dann für dich durch den Laden. Wir haben jetzt für ein paar Kleinigkeiten ein bisschen Obst, Gemüse, Brot, ein bisschen Kaffee, Milch fast 40 Euro bezahlt. Wahnsinn, Wahnsinn. So ist das. Aber man kriegt hier auch sonntags was, das muss man mal so sagen. Unser Autoradio geht nicht mehr. Hallo? So, nochmal ganz aus. Ich tue es, als würde ich aussteigen. Auto abschließen. So. Jetzt mache ich das Auto auf, steig ein, steck den Schlüssel, drehe ihn um, mach die Zündung an. Da ist nichts mehr, gell? Mm-mm. Gar nichts. Tot. Hallo, Bildschirm. Ah, das wär's jetzt, ey. Auf dem ganzen Rückweg keine Musik mehr hätten. Oh. Oh, scheiße, ey. Echt jetzt? Dazu müsst du sagen, wir hatten das schon mal gehabt, aber ganz anders. Da der Bildschirm angewiesen, aber so komische Streifen, grün, blau. Ist vielleicht eine Sicherung durch? So, hier ist die Frage, welche die Sicherung fürs Radio ist. Keine Ahnung. Echt, ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach. Bei Navi haben wir ja trotzdem, aber halt keine Musik. Ja. Langeweile gibt's bei uns nicht. Tot. Ende. Siesta. Finito. Hm. Fenster geht noch. Einfach aus dem Nichts, Leute. Das ging einfach wieder an. Es lebt. Einfach aus dem Nichts. Gerade hat's geladen. Was war das denn? Ich habe einfach mal eben so ein paar Tasten gedrückt, so einfach mal so diese typischen Kombinationen, die man so alle Tasten gleichzeitig mit zwei Tasten gedrückt rein. So, dann habe ich gar nichts gemacht und einfach aus dem Nichts heraus ging es jetzt wieder. Was war das gewesen, ey? Ja, mit Opel wird es nicht langweilig. Oh Mann.
Da ist Scheiße. Scheiße am Strand. Das ist ja ein Paradies hier. Das ist weißer Strand. Das ist komplett weißer Strand. Und es ist so bullig warm. Kaum zu glauben, dass das die Arktis ist. Das ist das Paradies auf Erden gerade. Also das entschädigt so krass für die lange, lange Fahrt hier hoch. Und alle Wehwehchen, all die Anstrengungen, alles vergessen. Oh, jetzt weißt du, warum hier keiner drin ist und badet. Ha! Okay, das ist richtig kalt. Boah. Kalt ist es, ja. Ja, witzig, wie es letzte war. Aber so schön. Aber geschwommen wäre ich hier drinnen nicht. Wie gesagt, es hat geregnet, es ist warm, Mitternachtssonne, die Kamera, Muscheln, die Fähren, mit denen wir gefahren sind und fahren werden, die Rentiere, die Instax-Bilder, der Strand und die Berge, so wie das jetzt hier zu sehen ist. Der Strand ist hier und die Berge sind direkt nebendran, die Möwen, das Kajak. Der Regenbogen, den wir hatten. Und hier die Landschaft mit der Blockhütte. Ich überlege noch, den Strand dahin zu malen und halt mit den Bergen. Okay, also du hältst quasi unsere Reise in Bildern fest. Yes, und mach die dann in einer Collage. Also eine Collage ist halt mehrere kleine Bilder halt zusammen in einem großen, was dann so ein Zusammenbild ergibt. Cool. Ja. Mega. Kreativ ausgetobt. Absolut. Stehst du da wie so bestellt und nicht abgeholt? Ja, weil ich drauf warte, dass du was sagst. Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Thank you.
So. Ach, getreu nach dem Motto, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Wir wollten uns ja heute eigentlich einen ruhigen machen. Und ja, wie ihr seht, wir sind bepackt mit Wanderrucksack und GoPro am Start. Das ganze große Zeug, außer die Drohne, mal im Auto gelassen. Die Drohne habe ich dabei. Wir wandern. Einfach jetzt noch am gleichen Tag. Die Nacht kaum geschlafen oder viel zu lange geschlafen. Judith ist viel zu müde. Und wir dachten uns, wir machen jetzt noch eine kleine, mikrokleine Wanderung. Oh, wie die Sonnenstrahlen da oben einfach. Das sieht so übelst aus. Ja, die Gebirgskette hier wollen wir hoch. Theoretisch. Hammer. Was haben wir uns dabei gedacht? Sowas um 7:30 abends zu starten. Ich liebe ja in Norwegen die gelben Streifen auf der Straße. Das erinnert mich einfach so sehr an Amerika. Da hätte ich echt mal wieder Bock, in die Staaten zu fliegen. Viel zu lange her. Meinst du, mein Schlüssel klappt von hier oben? Testen wir es mal. Das funktioniert. Weißt du, was mir gerade so wieder bewusst wird, wenn ich das hier so sehe? Wie klein wir Menschen eigentlich sind und wie unbedeutend auf dieser Welt. Und die Berge sind ja verhältnismäßig nicht mehr hoch. Die haben ja alle nur so eine Höhe um die 400-500 Meter hier. Mehr ist es ja nicht. Aber dadurch, dass die halt direkt aus dem Wasser rausragen, wirkt das halt einfach so imporös, nee. Wie heißt das Wort? Pompös. Nicht pompös. Wenn etwas... Ach Gott. Ja, ich habe mir meine Sprache einfach schon weggewandert. Imposant. Imporös. Oh mein Gott. Ich bin aber auch echt durch. Muss man echt sagen. Wir erleben hier halt auch jeden Tag aufs Neue so viele Eindrücke, so viel Input, da fällt es einem irgendwie auch schwer, mal runterzufahren. Ich habe das gestern Abend gemerkt. Ich habe mich wann sind wir kurz zurück? Um 10, ne? Ja. Habe ich mich kurz hingelegt, aber bin eingeschlafen. Und ich habe gedacht, du stehst nicht mehr auf, habe ich mir gedacht. Ich penne jetzt durch bis morgen. Und dann war ja eigentlich gestern der Plan gewesen, dann zur Mitternachtssonne zu gehen. Und ich lag im Bett und dachte mir einfach nur so, nee, geht nicht. Aber es ist, in meinem Kopf ging ständig das Männchen, doch, du machst das jetzt, das ist deine Chance jetzt. Du bist jetzt hier. Und das hat mich dann aber wieder so motiviert und mir so viel Energie gegeben, dieser Gedanke daran, dieses Alter, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt im Moment auf dieser fucking Insel oder Inseln und ausruhen kann ich mich, wenn ich wieder daheim bin. Das ist so ein Struggle mit einem selbst, wenn man so einen, ich sag mal, nicht normalen Urlaub macht, wenn man irgendwie alles so
auf eigene Faust macht, es einfach so auf sich zukommen lässt. Man merkt, der Körper kommt hardcore an seine Grenze. Nicht, weil wir irgendwie sportlich oder sowas ausgelaugt sind oder so, sondern einfach, weil es einfach so viel ist. Es ist so viel, es sind so viele Eindrücke einfach. Aber wenn man erstmal geschafft hat, in diesem Moment anzukommen, dann macht das alles wieder gut. Alles, wofür wir uns durchgeboxt haben, hat sich einfach rentiert. Und so Momente wie jetzt sind genau die Momente, wo ich das merke. Es ist ja nicht nur einfach ein Abenteuer, was wir hier erleben, was wir auf eigene Faust machen, was uns viel Energie und Nerven kostet. Es ist halt auch einfach die Umwelt um uns herum, die sich einfach komplett verändert hat. Das Klima ist ein ganz anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich sehr angenehm. Aber das macht was mit einem. Ja. Und auch, dass die Sonne nicht untergeht, absolut. Ja, auch jetzt. Du hast das Gefühl, die Sonne geht unter, langsam. Ja. Du merkst, es wird Abend, aber du guckst in einer Stunde in Richtung Sonne und denkst dir, die hat sich doch kaum weiter bewegt. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich und du wirst einfach merken, um 12 Uhr, du guckst immer noch raus und hast das Gefühl, die Sonne geht unter. Ja, und kaum drehst du dich einmal um und schon geht die Sonne wieder auf, weil sie eigentlich gar nicht untergegangen ist. Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Also Fazit, so ein kleines Zwischenfazit von dieser Reise ist einfach, ich weiß nicht, ob ich nochmal diese Strapazen auf mich nehmen würde, um hierher zu kommen. Aber es hat sich gelohnt. Es war den Weg auf jeden Fall wert gewesen. Wir hätten auch einfach in den Flieger steigen können. Aber ich finde, gerade was das Autofahren angeht, du siehst, wie die Landschaft sich verändert. Du siehst, wie alles um dich herum sich langsam verändert. Ich meine, mit dem Auto bist du immer noch schnell unterwegs. Wenn du zum Beispiel auf dem Fahrrad oder so unterwegs wärst, habe ich auch schon Leute gesehen, die das gemacht haben. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Da fühlst du das dann auf einmal auch. Aber mit dem Auto hier hoch, das ist schon ordentlich. Also ich glaube, beim nächsten Mal würde ich hier tatsächlich eher das Flugzeug bevorzugen. Ja. Aber dunkel. Aber trotzdem, ich will es nicht missen. Also das, was ich hier erlebe, will ich nicht ungeschehen machen. Nein. Auf gar keinen Fall, weil das mir so viel wieder über mich selber gezeigt hat. Auch die Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich will jetzt mit dem Kopf durch die Wand und es geht einfach nicht. Weil einfach gar nicht so funktioniert hat, wie ich mir es vorgestellt habe. Hatten wir jetzt auch gehabt mit dem Regen und dem ganzen Kram. Ja, und am Ende ist doch alles ganz anders. Und ich weiß nicht, man guckt danach so auf sich selbst zurück und denkt sich einfach nur so, krass. Das war's. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Das ist das kleine Zwischenfazit. Norwegen begann in uns etwas zu verändern. Seit unserer Einreise überschlugen sich die Ereignisse. Erschöpfung und Abenteuerlust lagen noch nie so nah beieinander wie an diesem Ort. Unsere Gedanken und Eindrücke zu sortieren war von nun an eine echte Herausforderung geworden. Die Lofoten waren eine Herausforderung. Aber wir wollten es so. Und so nahmen wir die Herausforderung an. Auf uns wartet eines der spektakulärsten Länder dieser Welt. Und wir begannen die Reise durch dieses Land an einem der unglaublichsten Orte dieser Welt. Ja, Leute, ey, wir wussten, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir haben gerade kurz überlegt, ob wir aufhören sollen, ob wir das überhaupt packen. Wir sind schon irgendwie gefühlt ewig unterwegs und jetzt wird's richtig steil. Also das übersteigt nochmal alles, was wir jemals vorher gewandert sind von der Steiligkeit her. Oh Mann.
ich der Tomate Konkurrenz. Eine Tomate? Im Gesicht. Du bist eine Paprika. Jetzt haben wir es. Das sind die drei Stadien des Wanderns. Jetzt geht's wieder. Stadium 1 Tomate, Stadium 2 Paprika, Stadium 3 Pepperoni. Pepperoni, so ist es. Wenn du aus dem letzten Loch pfeifst. Ja, oh. Oh, wir stehen hier echt an einer geilen Stelle. Haben aber gerade gesagt bekommen von Leuten, die uns entgegenkamen, dass es oben einfach noch mal 100 mal besser ist. Also wir hoffen gerade, dass das Wetter sich hält. Da hinten zieht es sich gerade ein bisschen zu. Und für heute Abend hatte ich gesehen, dass 20% Regenwahrscheinlichkeit ist. Das ist jetzt nicht die Welt, aber das kann in den Bergen extrem scheiße sein. Vor allem extrem schnell umschlagen. Aber wie gesagt, der Regen ist nicht das Problem an sich. Das Problem ist, dass die Felsen, auf denen wir hier klettern, wahrscheinlich extrem rutschig werden. Ja, weil... Ja, das sind sie jetzt schon. Aber was glaubst du erst, wenn da nass ist? Ja, aber es müsste sich eigentlich halten. Wir hoffen es einfach mal. Du beißt richtig heftig, man sieht's. Schön anstrengend. Ja. Wenn es nicht mehr geht, drehen wir um. Ich stehe jetzt nicht hier und heule, weil ich jetzt wieder umdrehen will. Ich weiß das jetzt durch. Aber es ist so schwer. Ich weiß. Oh, Schatz. Jetzt seht ihr, wie schwer es wirklich ist. Es ist nicht einfach. Wir beißen. Guck mal, da oben, da ist diese Kante und ich bin der Meinung, wenn ich es von unten richtig beobachtet habe, dass es da flacher wird. Das ist nur noch dieses Stück hier. Das machen wir jetzt auch noch. Ich drehe nicht um. Jetzt wäre ich sauer auf mich selber. Verfluchen, das ist verfluchen. Das ist Stadium 3. Das hört ja echt nicht mehr auf. Echt. Es geht genauso weiter. Die haben dich motiviert. Laut Internet eine mittelschwere Wanderung. Dachte ich auch. Oh, leck mich am Arsch. Wir müssen den ganzen Kackweg auch noch wieder runter. Ich mache mir halt Gedanken, weil es halt echt spät wird jetzt. Aber ich meine, es wird zumindest nicht dunkel. Fuck. Haben wir uns zu viel vorgenommen? Wir haben 9. Ja. Wir brauchen locker 2 Stunden wieder runter. Yes. Hey, ich kann nicht mehr. Ich will nicht.